There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Er wollte auch schon mal hier kommen, ich wollte es eben auch schon. Und damit sei herzlich willkommen zurück zu Grand Theft Auto 5. Wir sind in Los Santos angekommen. Falls ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt, guckt sie auf jeden Fall euch vorher mal an. Wir sind jetzt mit Trevor hier unterwegs und versuchen jetzt mal Michael ausfindig zu machen. Wir fahren erstmal hier rechts ran, um ein bisschen Los Santos von oben uns anzuschauen. Ein bisschen Vorfahren noch. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Er schaut auf jeden Fall, ich sage, gigantisch aus. Wenn es so nachts ist und so weiter. So, Michael, this is where dead men come back to life. Hm? It's been nearly 10 years. But you'll keep for another day or so, huh, old friend? You motherfucking fuck! I grieved for you! You weren't even fucking dead. You were my best friend. Well, guess who's coming to shit on your doorstep, you fuck! Ja, Trevor ganz in seinem Element. Und dann schauen wir mal, dass wir ihn auch wieder finden. Los Santos, the city of shitheads. Where else would we? Gut, wir sollten zu seinem Cousin, gehen, in das Apartment. Und er mit seinen Stories, der will unbedingt immer eine Geschichte erzählt bekommen. Jetzt auf der Fahrt. Jetzt erzählt er wahrscheinlich jetzt weiter. And it was all going well until one day, just before he got his wings, an evil witch in charge of psychological evaluations told him he was unstable and grounded him for life. That's terrible. It was. Sent him into a deep pit of doubt, despair. And just then, just as he hit rock bottom, he met a fat, silver-tongued troll under a bridge. That's cool. What was the troll's name? Mike. Michelle. A lady troll? Yeah, he had tits like one, but no, he was a boy. Michelle is a funny name for a boy. Well, this was a funny boy. He sat under his bridge, robbing anyone who passed him by. Sometimes he'd go into town and rob the shops and inns and such. And he persuaded our hero that maybe he should rob people too. And you know what? Little Trisha did rob people, and little Trisha was good at it. And they lived happily ever after? For a while. Until the troll met another troll in a strip club. Ach, Scheiße. And they fell in love. Ja. Man weiß ja nie, was sich hinter so einem Berg versteckt. Und wir sind auf jeden Fall gleich da. Aber eigentlich immer ganz interessant, denen zuzuhören. Oh, we're near Floodcast. I sing it on iPhone map. I'll give you directions. Just keep on a minute. So, now here's like a right. Keep it okay. Straight now. This is the place, I think it is at least. Floyd! Floyd! It's up here, Trevor! Ja, dann, gehen wir doch mal hoch. Floyd, it's me, Wade! Who? Me, Wade, your cousin! Who? Your cousin! Come to visit you, you rude fuck. Now get up off the floor and fix me a fucking drink. Oh, you wait. I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy was never proved. You gotta go, both of you. My girlfriend, she'd kill me if she knew I had guests. Well, it's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now, would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah, okay. Wait,
I ain't got no booze. Well, then you go out and fucking get me something. You go too. Ein Haushalt ohne Alkohol. Ja gut, auf jeden Fall. Falls der Partner sitzt, dem ist unser Unterschlupf auf jeden Fall in Los Santos. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und da wohnt die Gute. Alter, also so ein Bild von sich so aufzuhängen, so fett, ich könnte es ja nicht. Sehr auf jeden Fall gut. So. Wieder vereinte Freunde, wir können mal gucken. Kopfschüsse, 2 von 5, ja, bla 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 bla. Ja, wir haben ja sowieso nicht so viel getötet, deswegen ging es ja gar nicht. Du kannst jetzt wieder zwischen allen drei Hauptfiguren wechseln. Franklin und Trevor und Michael. Ja, und wir haben von Maude, oder Maude, wie die auch ausgesprochen wird, eine E-Mail bekommen. Das heißt, wahrscheinlich gibt es für uns eine Person, die wir suchen können. Checken wir doch direkt bei unseren E-Mails. So, hey Trevor, ich werde darüber informiert, dass aus von dem du die letzte bekannte Position einen Verdächtigen begibst, bekommt er Kopfkalt, wenn er den Verdächtigen lebend. Ah, okay. Da haben wir aber das Ganze, wir kriegen dafür 15.000, bzw. ich weiß nicht, ob wir es bekommen, aber letzter bekannter Aufenthaltsort. Jetzt ist die Frage, ob das uns auf der Karte auch markiert wird nochmal. Oder ob wir das Ganze jetzt in dem Sinne komplett selber machen müssen. Aber ich glaube, das ist Randale. Okay. Das ist Michael. Ich weiß jetzt leider echt nicht, wo das sein könnte, leider. Es könnte auf einer Baustelle sein. Was könnte das sein? Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht muss ich auch die E-Mail nochmal antworten darauf. Aber ich würde sagen, wir fahren vielleicht höchstens. Ich glaube, erst nächstes Mal zu ihm hoch. Hoppala. Da habe ich euch für euer Aussehen etwas umgeschalten, das ich ja gar nicht machen wollte. Da habt ihr ganz gut mal das Intro gesehen. So, jetzt schalten wir wieder zurück. Außerdem ist im Stream-Overlay geschalten. Kann mal passieren. So, gut, wir können auch wahrscheinlich hier an den Laptop jederzeit rangehen. Nee, können wir nicht mal. Gut, wir haben noch keinen Zugang dazu. Ist ja gar kein Problem. Wir gucken mal ganz kurz unsere SMS. Wir haben von Run bekommen. Hey Trevor, Zahlen für den Raffen sollte schon eingegangen sein. Passt, perfekt. Boss, bla bla bla. Wir können mal Ron anrufen. Mal gucken, ob er rangeht. Und jetzt können wir auch mal runtergehen. Okay, können Trevor, wir mal kurz gucken. You called? No shit! What's happening? My ex-wife called me again. Man, there is nothing worse in this world than an ex-wife. A perpetual reminder of life's mistakes. A dreadful mistake. She's thinking of suing me again. For what? You live in a trailer. She heard my radio show. If she heard your radio show, she should pity you, not sue you. That's nice, Trevor. No, Ron, it's not. It's unkind, but it's also true. Your ex-wife was a bitch. I did you the favor of a lifetime when I scared her off. You did. You really did. If after 12 years of happy marriage, one simple threat of dismemberment was enough to send her running, well, I don't know. And she was having an affair. We proved that. You're right, Trevor. She wasn't committed enough. Exactly, Ron. Now get back to fucking work, all right? What are you yabbing to me for? Ja, gut. Wir schauen mal, was wir zum Umziehen haben. Fertige Outfits. Was hat denn der gute Trevor so? Und ist dabei. Military Look gefällt mir. Zumindest die Tarnhose. Kapuzen, Pullover. Ja, ein Pullover würde ich jetzt nicht anziehen. Ich würde aber gerne. Alles klar, das Hemd. Jacken. Hat er noch eine andere? Gefällt mir nicht so. Finde ich auch jetzt nicht so geil. Brillen. Was hat er denn da so? Beziehungsweise Anzüge. Wenn der einen Anzug hat, dann würde ich ja einen Schuh fressen. Ja, da dachte ich mir. Hätte mich mehr als stark gewundert. Aber wir könnten ihn da irgendwann mal einzulegen. Aber ich würde so gerne mal sehen. Trevor in einem Anzug. Das passt so hinten und vorne nicht. Gut. Ein Flugstuhl ist nun verfügbar bei dem Flugsymbol. Ich habe gerade Radiowerbung für die Flugschule gehört. Also, ja, das wollte uns aber mitteilen. Das Ganze. Das ist aber schön und gut. Wir brauchen das erstmal nicht. Ich kann mal ganz kurz nochmal die E-Mail nebenbei abchecken in der Zeit, wo er einsteigt. So, wir haben eben von Guns and Emanation von ihr eine E-Mail bekommen. Hey, Trevor wurde darüber informiert, dass diese bei einer Steinbruch versteht. Allem Anschein nach einem nervösen Typ, der wird also wahrscheinlich abhauen. Letzte bekannte Aufenthaltsort. Ich könnte mir vorstellen, wo das ist. Sicher bin ich mir nicht. Wir können mal gucken, ob das auf der Karte mal erkennen kann, den Ort.
prinzipiell ja nicht. Es gibt doch hier oben den hier. Ich kann sogar kaufen. Autoschrottplatz. Könnte man sich sogar zulegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das hier oben ist. Aber ich möchte da erstmal nicht hinfahren. Nein. Wir fahren erstmal hoch. Na? Wie Kohle haben wir denn überhaupt mal so nebenbei? Das können wir leider nicht sehen. Gut, auch nicht so schlimm. Alter, Ron geht uns ja richtig auf den Keks, oder? Alter, schickt uns die Mails. Gut, er muss sich ja fürs Business kümmern. Ja, ist eine gute Frage. Wen verärgert er nicht, sagen wir es mal so. Von dem her, gut, 1,62 Kilometer. Schalt nochmal die Musik aus. Die kann ich jetzt erstmal nicht gebrauchen. Hier haben wir etwas. Und wir wollen mal so nett sein. Auch Trevor hat eine gute Seite an sich. Wir wollen... Okay. Okay, dann müssen wir es doch anders regeln. Gibt es Scheiß, den Scheißteil her! Roger muss ausrasten. Ah, geil. Danke. Aber Trevor hilft sehr gern Leuten. Gegen einen Bezahlungsrückhalten. Also, aber Trevor ist nicht so sozial. Dankeschön. Ist der nächste Dieb, ist eigentlich prinzipiell. Ja, mehr. Trevor 1 und Dieb 0. Auf jeden Fall 1-0. Aber sehr, sehr geil. Kann man nicht mit jedem uns unterhalten? Ich weiß nicht, glaube ich mal. Wenn ich E drücke, dann wollte ich mal nochmal ausprobieren. Ich glaube, man kann zumindest die Leute provozieren. Ich will aber direkt mal nehmen. Warte. Man kann richtig die Leute provozieren. Alles klar, komm her. Ja, komm her. Ja, da komm her. Ich zeig dir mal, wie das geht. Ah, okay. Ja, das wollte ich nicht. Bam, bam. Genau, so ging das nämlich, das Ausweichen nochmal. Ah, warte mal. Tut mir leid. Wollte ich nicht. Och, jetzt bin ich außerdem ins Auto gestiegen. Och, jetzt lege ich außerdem den Rückwärtsgang ein. Och, hoppala. Einmal drüber gefahren. Ging wohl nicht anders. Der gute Trevor. So, haben wir rüber. Und dann fahren wir rum. Gucken wir doch mal, was das Ganze zu bieten hat. Oder kann das nicht ganz so langsam? Okay, die Bremsen damit die Geißen. Wenn man nicht ganz voll durchbremst. Oh, jetzt kommen wir in die noble Gegend hier. Trevor seine Karre zeigt erstmal, was er drauf hat. Ah, zu geil. Park nochmal hier. There you are, you little shit. Are you looking for this? No. Very funny. You know, you're a real asshole. What did you just fucking say to me? Stop it! You two, you're ruining my fucking yoga! Somebody say yoga? Trevor? Michael. Hey. It's good to see you, man. Yeah, I bet it is. Of course, I'm not the one that's been resurrected. Ain't this grand, huh? Yeah, well, I got in a bit of an awkward situation. You're telling me, bro. Yeah. One of those fake your own deaths to your best buddy, and then run off with the dough, and then live in a big mansion. Awkward situations. It's one way of looking at it. Yeah, do you have any other ways of looking at it? Because I am all out. It was a long time ago, man. I've been in witness protection. I still am. That's great. That's great.
I'm sorry. Where are my manners, right? Amanda, it is good to see you. Oh, I missed you. You used to be fatter. Nice new tits, by the way. Jimmy, you used to be thinner, but I can't blame you. Who are you? Namaste. I'm Fabienne. Good Lord. Where's Tracy? Where's your sister, Jim? She's trying out for TV. She's what? Yeah, she's auditioning for Fame or Shame. Fame or Shame? The fuck are you talking about? You know, it's that talent slash skills show. She loves it, you guys know that. What's her talent? Dancing. Oh, Christ, she's a horrible dancer. Michael! She might disagree with you on that. Jesus Christ, what, now? Now? Where? The Maze Bank Arena. Oh, little Tracy being humiliated. Let's go, we go get her. We? Yeah, we. What, are you gonna stand here and argue while your daughter becomes a national laughingstock? Huh? You're worse than I thought. Now let's go, come on! All right. Yeah. Sehr schön. Aber ich würde, glaube ich, gerade mal schnell zu... Ja, kann ich gar nicht. Rüber switchen wollte ich. Nee. Rock'n'Roll. Okay. You know, I could probably handle this myself. Let's say we grab a beer in a few hours, catch up properly. I'm good, homie. She's my daughter, I'll handle it. Judging by past behavior and the state of the rest of your family, fuck only knows what that means. Hey, fuck you. Yeah, you're a model husband and a wonderful parent. You can just tell. Nice driving. You walk into my home and try to tell me how to run my life. It don't work like that, amigo. It's nice to see you and all, but you stink like piss, you got blood under your nails, and you look like you've been up for what, a week? Who the fuck are you to tell me anything? I'm someone who knows you, you fucking slippery snake. I know the second I leave you, you'll just go home. We're gonna get your girl from these... Get your girl from these assholes. You're not abandoning her like you did me and Brad. Yeah, Brad. Poor motherfucker must have woke up handcuffed to a hospital gurney after that stunt of yours. He still writes to me from the joint, you know. Really? Yeah. Okay. So, how you been doing? Oh, I'm getting by. Aside from the loneliness and heartbreak, of course. Live in Los Santos? A few hours away. Okay. To where? Sandy Shores. The LMOC. Ah, I hear it's nice there. Yeah, it's fucking beautiful. I mean, we ain't got the tennis courts, the golf links, all the pumped up plastic sluts you're used to out here, but, well, you know, it'll do. Yeah, well, you know, I'd ask you to stay, but... Yeah, don't worry, all right? I got somewhere to crash while we work things out. With actual friends. Das wird auch schon zack durch die Gegend. Hilfe. Missouri. Und das wird jetzt eigentlich so, so was von geil. Come on. Ja, das wird auch hier mit sehr, sehr geil. Komm, schau mal, mach ihn an. Schreien an. Hau einfach mal drüber. So muss es sein. Voll den Kinder gegeben. Oh yeah. So muss es sein. Kann ich nicht mit wechseln, den kann ich nicht. Ich kann das Ganze auch als Michael durchspielen. So wie ich es auch gerade Bock habe. Hätte ich aber vorher wählen müssen. War der Mission. Bitter as fucking vinegar. Where the fuck are they? Hello, sir. May I please have your name? Where the fuck is Tracy Townley, huh? Tracy fucking DeSanta. Fuck, screw that! Where the fuck's Laszlo? It doesn't matter. Please be quiet. Shh. They're auditioning right now. You're gonna be just as good then as... All right. Yeah. That was really... All right. It's the auditions, Fame or Shame, season 14, right here in Vinewood, San Andreas. Coming up next, it's Tracy DeSanta. Judges, Tracy DeSanta. Yes. Hi. All right. Tracy's a dancer, but she also likes acting, modeling, and working with children. That's beautiful.
You're so original, like a basket full of puppies or a rainbow or a pile of puke. Oh. Who are these clowns? That's my dad and Trevor? Two dads. Great. Wow. Very San Andreas. What are you guys doing here? Yeah, what are you doing here? Okay, I'm back. Relax, chill, make yourself at home. He's got a little show to do here. Okay. 3, 2, 1. All right, it's fame or shame for Tracy DeSanta. Music! Ach du Scheiße. Tja. That's enough. Oh, I said that's enough! Hey, I got security! Security! What'd you fucking Hold say? Come on, big guy! Come up there! No! Fuck. Oh, yes, Trevor! Und die, wir zerstören wieder alles. So, wir schnappen uns ihn. Go, go, go. Verfolgen wir ihn mal. Die ist sowieso ein kleiner Spanner. Ein Perversling. Alles klar. Gönnen wir uns doch mal. Nichts dagegen. Sagen raus mit ihnen. Oder raus mit ihnen. Doch. Leider. Ja, ja. Okay, nein, 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 komm, steig. Auf. Yes. Dass sie ihn noch festgehalten hat. Oh, wie geil. Yo, yo, yo. Aber das Teil ist halt zu bewegen, ist halt nicht ganz so leicht. Wie können wir denn, ich glaube, mit G können wir losmachen, mit H. Ja, ja, ist echt so. Brauchen wir nicht. Hey, you raise a daughter in this town, you get used to stunts. It's poor parenting. Weg da! Thanks for the fucking feedback. Oh ja, das war richtig. Ego schön. We're gonna flatten his toy car in this big rig. Don't you worry. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. I knew he was an asshole. Oh, verdammt, gibt er wieder jetzt Gas. Klar, mit Trucks sind wir ein bisschen langsamer. Was suche ich doch? Ja, Battery Car ist ja auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Wir sind ein LKW, hallo, was bist du, erwartest du von uns? Oh, nice, schau, wir sind sogar schon besser dran. Ich bin vorbereitet drauf. Wir können ein bisschen Spaß mit ihm haben. Let's not try to kill this prick, all right? When we ja, ja. crush his little toy car, who knows what'll happen? Wir müssen nur rankommen an ihn. Yes, jetzt Look, könnte ich rankommen. Na, die Kurve verliere ich halt einfach. Da bremst er halt nicht schnell genug. Sie viel mehr hat driften. Und wir dürfen ja kein alles mitmachen. Maybe by throwing your fat carcass over the side. Oh, schön war. Der Boy macht sie immer fertig. Fertig macht er euch. Ja. Head right up here. Alles klar. Wow. Okay. Gib Gas. Nein, 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 nein. Ich sehe ihn noch. Ich sehe ihn mit bloßem Auge. Er biegt rechts ab. Jo. Can't get enough of the celebrities, can you? Nur so ein bisschen beeilen. Shut up. Wenn die Kacke ist, ist echt gleich. Da war schon beinahe so dran. Hier ein paar Mal die Kurve verkackt leider. Aber wenn wir es jetzt eigentlich mal schaffen sollten können, wie auch immer. Ich wüsste, wo er lang fährt. Ich muss es ein bisschen vorher auswissen. Weg da. Und der kürzt leider auch schon ein bisschen ab, dann wird es halt nicht gerade leichter. Ja, das ist für mich schon besser. Fahr doch mal kurz hier ein bisschen außen. Das sehe ich ja kaum was. So. Bleibst du stehen. The little shit's all out of juice. Hey, hey, guys. We run out of batteries, huh? I didn't mean anything by it, all right? Oh, yeah? Well, that little girl sat on my lap when she was 2 years old, and I swore to God that I would rip the fucking skin off anyone who fucking wronged her. Look, I'm just a dumb A-list celebrity trying to entertain America, okay? I got a lot of stuff going on right now, dude, besides you trying to kill me. Now I got multiple sexual harassment lawsuits, plus
I'm an addict, all right? And I've relapsed. I can't stop jacking, dude. I jack it in traffic. What's your talent, huh? I mean, aside from love and sex. Dude, haven't you seen my show? It's not live, it's not funny. That's my genius. I got no fucking talent. You clearly ain't being humble, T. You proved your point. This is your daughter. You should be wanting to rip the fucking ponytail off the back of this guy's head. And you! Pants off. Okay. There you go. All right. What are you doing? Now, I want you to dance sexy, celebrity. I mean, I need music or... Are you trying to fucking annoy me, huh? I'll dance. Good. The fuck is that? All right. All right, now drop it like it's hot, all right? I want to see you get nice and low. Come on. Lower. Lower. No. Come on. Oh. Please don't kill me, okay? Ooh. I'm supposed to be on a magazine cover next week. All right, come on, get off. No! Take off. Go, now, before I change my mind. I got it all on my camera, you fucking pussy. The world's gonna see your shit. I'm going home. How the fuck did you do it without me for 9 years, huh? Oh, shit. Dave. We need to talk. I was about to tell you the same thing. Okay. Meet me at Galileo Observatory as soon as you can get there. Okay. Ja, jetzt spielen wir mit der Runde mit Michael und wir sind mit Trevor auf jeden Fall durch. Und haben wir noch mit uns Kontakt. Fame or Shame heißt die Mission und schnellstes Tempo auf jeden Fall erreicht. Auf den Fersen auf jeden Fall. Darf hier parken auf jeden Fall. Und noch etwas, was ich jetzt leider verpasst habe. Gar kein Ding soweit. Wir spielen wieder noch eine schöne Runde und können nochmal vielleicht gerade überlegen, hochfahren. Es wird wahrscheinlich dann zum Observatorium gehen, auch ein neuer Auftrag starten. Das schaffen wir auf jeden Fall in der Zeit nicht mehr, ja. Deswegen würde ich auch sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder auch nicht, ja. Wie es euch gerade eben gefallen hat, würden wir auf jeden Fall gerne sehr, sehr gerne supporten und erzählen es können auch Freunden, weil da alles andere, wenn es euch das Ganze gefallen hat. Und wenn ihr seid noch vom Kanal oder auch schon länger Abonnent, dann denkt dran an die Abo, natürlich Button und natürlich an die Glocke. Das gilt immer für alle Leute. Das ist nämlich für mich ein ganz großer Support. Bei dem Sinne kriegt ihr leider, wenn ihr die Glocke nicht aktiviert mittlerweile, ich weiß nicht, wie es genau geregelt ist, aber wahrscheinlich nicht immer. Nicht immer, schauen wir mal, bevor wir den aufhalten. Mit den Nachrichten, beziehungsweise das an der Abo-Box angezeigt. Alles klar. Spike darunter genommen. So einfach geht das. Ja, ich würde sagen, du rennst mal lieber. Mein Freund. Hat er Glück gehabt. Töten will ich ihn nämlich nicht. Das ist Michael, ist nicht sein Ding. So, hält mir noch eine Person, weil das ist Michael. Michael ist der schöne, nette Familienvater. Bevor wir dann noch die Folge noch ganz beenden, wollen wir doch der schönen Person noch helfen. So, mit dem schönen Mountainbike geht es doch ganz gut. Müsste ich nur wissen, wie man nochmal schneller fährt. Oder ist Michael einfach keine Schmackes drauf? Ja, ich glaube nämlich gerade irgendwie, so kommt mir das gerade zu mir rüber. Komm schon, Michael. Da haben wir ihn. Jo, kein Problem, hier bitteschön. Und dann würde ich sagen, bis jetzt beim nächsten Mal. Entweder bei GTA 5 oder bei einem anderen Spiel. Bis dann, euer Tiger. Ciao.